da sind wir wieder. Heute bei der Eurobike in Frankfurt, direkt vor der Haustür quasi. Ja, und da Super 73 da ist und wir grundsätzlich Fahrrad interessiert sind, Bike interessiert sind, nicht nur E-Bike, auch normale Bikes, schauen wir uns das heute mal an. Kommt mit! Mit dem neuen Eventmanager von Super 73 gesprochen und haben ein paar Ideen ausgetauscht, was wir in Zukunft gemeinsam mit Super 73 machen wollen. Und jetzt gehen wir mal raus an die Teststrecke und führen dann noch ein kleines Interview. Hier seht ihr die Testreitstrecke, wo viele E-Bike-Hersteller einfach die Bikes zur Verfügung stellen, um sie zu testen. Auch normale Hersteller, also alle. Unterschiedliche Bikes, sehr Roller haben wir auch. Sehr große Route hier. Wir laufen einfach mal entlang und zeigen euch das ein bisschen. Also sehr, sehr vielseitig. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Bikes mittlerweile. Schon beeindruckend. Da ist es doch. Da, Super 73. Da ist unser Bike. Das RX. Jo, in Rot. Burgundrot, also müsste ZX hier im Außenbereich auch irgendwo in der Nähe sein. Wir suchen mal den Stand und laufen einfach mal weiter, um zu schauen, wo Super 73 sich versteckt hat. Es sind ja einige Hersteller hier, insofern wird da auch ein bisschen was geboten. Und da kommt die nächste Tour. So, und hier ist mein Traumauto, genau der hier, der Ram. Der ist mega cool. Ich zoome mal ein bisschen. Also das ist genau mein Ding. Also hier 4x4, ja, 5,7 Liter Maschine sehe ich da. Also echt cool. Und schöne Schlappen. Okay, da kommen ja Delta-Felgen und Loderreifen da noch drauf. Also echt, echt cool. Und wieder ein paar Super 73s. Yeah! Hier im Freigelände laufen wir jetzt zu Super 73. Und ja, ein bisschen Gewusel hier. Und hier ist auch die Rennstrecke, die hatten wir euch ja schon gezeigt. Und jetzt laufen wir zu Super 73. Haben wir schon gesehen, da oben sind die Flaggen, die Beach Flags. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ja, es müsste hier links sein und hier kann man Stromer. Ja, wo ist Super 73? Kunde, die hatte ich doch gesehen. Sekunde, Sekunde. Ja. Gesehen hat sich. Ah, da ist Super 73. Da vorne ist Super 73. Und da laufen wir jetzt hin. Ja, jetzt sind wir bei Super 73. Ich werde mit Daniel Customer Service von Super 73 jetzt aber auf Englisch sprechen, weil es einfach ein bisschen flüssiger dann klappt und wir werden das unten später einfach übersetzen, was wir jetzt sprechen für diejenigen, die vielleicht kein Englisch sprechen. Okay, what we want to know is which customers are coming to Super 73? What guys are these? Are they special? Mostly the people that are buying Super 73 already know that they're gonna have a Super 73. Yeah. So they're mostly well-informed people that want a fat bike and that checked the range of fat bikes available on the market. And I think we can consider ourselves a bit as a leader in this market. Mm-hmm. So yeah, it's mostly people that are well-informed. Mm-hmm. Yeah. And how do you see the German market? I
I think the German market can be a bit more, can get a bit more exposure. We need to get more Germans on the fat bike. Yeah. Yeah. Yeah, that's the reason why we want to sell Super 73 bikes. But what do you mean? What is the customers? How we can reach them? I think the mostly the German customer is still a little bit conservative and is going to go to a normal Fahrrad. Yeah. We still need to grow this market. Yeah. Yeah. So we make it big and we take the brand from Super 73 and say, okay, it's California lifestyle. So in our way, we saw Casey Neistat. Yeah, so exactly. Casey Neistat 3 years ago or 4 years ago, he had this bike and Pericles saw it and said, I want to have this and then bike. It started. Exactly. Then it started. Yeah, and now definitely. In Holland, in the Netherlands, we see it on all streets. We see them. In Germany, we see them not. Yeah. In Norway. And I think in the end, the European market next to the American market is good to have a look at also the people in Amsterdam that basically buy the bike as a commuter. In America, you're going to buy the bike for making a ride with your friends or do a short commute, but in the Netherlands, people really buy it as a mode of transportation. Yeah. And they really use it. Yeah. Yeah. And you think that it's in Germany it's the same? I think in Germany it's the same. When you see big cities like here in Frankfurt or we were in Berlin a few weeks ago, you see people on bikes are commuters. Yeah. They're or sportive bikers or really commuters. Yeah. They don't take the bike just to make a little loop. No, for fun. I think they leave their cars, and we get in Germany, we go more and more to the thing that we leave our cars at home and go to our jobs with bike or something. Yeah. And but you see it also here in the city, you see a lot of those scooters. Yeah. And they're really popular. So you think they don't need the scooter, they should buy a Super 73 bike and then they have their own scooter. Of course. So, yeah. Okay. Of course. And what would you give me for a tip or something, or one of the reasons why I should buy a Super 73 ride? Tell me three things, what is different from a Super 73 to another bike, to a normally bike. I think, first of all, it's we have everything in our hands. So from the design till the last moment you pack the bike out of the box. So, leider it's konnten wir jetzt das Interview account, nicht fertig führen. The other leider one is bigger one from Camper. Because we want to go into the wir tauschen hier gerade jetzt unsere Kontakte aus mit Daniel aus they go into dem Headquarter Super 73 in Amsterdam. Er designt viele Super 73 Bikes, richtig coole. Blende ich mal gleich mal ein Foto ein, was er so macht. Oder Fotos. This is our camper. Also richtig cool. It's und wie gesagt, Muni. Das Interview konnten wir leider nicht zu Ende führen. And aber see, das garage, bisschen, was ihr gesehen habt, das sollte ja sehr interessant sein für euch. Hoffen wir, dass es guter Content ist. And I can show you pictures how we did it inside them, because we did it with bike. Hier hast du einen Mini-Grill. So, hier seht ihr mal Mercedes. 4x4 Ausbau mit unseren Delta-Felgen von gestern. Also den würde ich auch nehmen. Gut, dass oben, weiß ich jetzt nicht, ich bin ja nicht so Freund von alles, was so rumhängt. Das sind ja bewegliche Teile, aber die Felgen sind cool. Klar, die haben ja auch Delta. Aber hat er die Loda-Reifen? Nee, der hat die BF Goodrich. Ja, den würde ich auch nehmen. Der Kastenwagen, der gefällt mir. Der ist richtig schön. Ja, oben drauf kann man auch was machen. Hinten die Bikes anschnallen geht. Und ja, den würde ich nehmen. Hier sind wir jetzt bei Kercher. Kercher kenne ich persönlich aus dem eigentlich Terrassenputzbereich, oder man kann eigentlich alle starken Flächen, die stark verschmutzt sind, mit diesen Dampfstrahlgeräten sauber machen. Daher kenne ich das aus dem normalen Hausgebrauch. Jetzt gibt es hier aber was Neues auf der Messe, das uns die Lisa jetzt mal vorstellt von Kercher. Ja, genau. Ja, sehr gut zum Gebrauchen, zum Rad sauber machen, aber auch für den Camper. Genau. Zeig einfach mal, wie es funktioniert. Ich stehe wahrscheinlich hier nicht gut. Oder doch, ja. Genau, hier unser Niederdruckreiniger mit 5 Bar. Ja. Ja, eine kompakte Bauweise mit einem 7-Liter-Tank. Akku ist fest verbaut. Ich habe zusätzlich die Möglichkeit,
Zubehörboxen dazu zu kaufen, wo ich dann einfach meine Zubehöre auch mitnehmen kann. Kann die hinklipsen ans Gerät und habe dann perfekt alles verstaut. Super. Zum Mitnehmen. Und da hinten das? Das ist der, was ist da der Unterschied? Genau, ist ein bisschen ist jetzt größer. Ein Mitteldruckreiniger, der hat bis zu 20 Bar. Hier habe ich die Möglichkeit über einen Eimer. Genau, wo ich mir zum Beispiel auch Wasser irgendwie aus einer Tonne oder so ziehen kann. Kann ich den Ansaugschlauch anschließen und bin dann damit auch komplett autark unterwegs und kann mein Fahrrad damit reinigen. Wir haben hier einen Wechselakku, das heißt, ich kann zwei Akkus mitnehmen und habe dann die Möglichkeit eben weiterzuarbeiten, wenn der Akku leer ist. Toll, also super gute Erfindung, aber da ist Kärcher ja vorbildlich, was das angeht. Insofern, wie gesagt, auch hier, wir haben den Camper ja gerade eingeblendet, auch dafür natürlich sehr gut zu benutzen und für die mitgenommenen Räder natürlich, die man ja im Camper immer dabei hat, ne? Genau. Ja, danke, Lisa. Ja, gerne. Wie ihr sehen konntet, wir sind jetzt in Halle 12 und hier ist Tektro. Tektro gehört zu Super 70C, also gehört nicht zu der Firma, aber Super 70C hat von denen die Felgenbremsen, die wir haben für unser Super 70C Bike. Und das ist Tektro, ich kann euch die mal zeigen. Wir haben hier von anderen Marken, hier natürlich, hier haben wir hier die Felgenbremsen. Also mega cool. Und die kommen auch in jedes Super 70C Bike rein. Hier seht ihr mal, ich glaube, das ist hier der, nee, der hier. Das müsste der sein für das RX. Also richtig cool. Ich finde die Tektro Bremsen mega geil. Habe sie schon ausprobiert ein paar Mal jetzt. Hatte auch einen ganz kleinen Notfall. Und einfach nur cool. Also hier in Halle 12, besucht den Tektro Strand. Kann man sich echt anschauen. So, hier auch in Halle 12, Rough Cycles, bieten auch wie Super 70C Beach Bikes. Die kamen aber dann später. Was sie aber von Anfang an hatten, sind hier diese Bikes, diese Chopper Bikes, und haben da auch spezielle, ein ganz spezielles Modell. Wer früher die Serie geguckt hat, Custom Bikes, Orange County Bikes, genau. Die lief auf D-Max, läuft immer noch im Spätprogramm. Da haben wir noch ein anderes Bike, oh, mit Jordan. Das ist immer mega, das gefällt mir. Und das ist China Market. Nicht schlecht. The Little Buddy. Und daneben Skateboard, oh, das ist auch nicht schlecht. Nur was mir bei Rough Cycle überhaupt nicht gefällt, sind die Lenker. Die gefallen mir überhaupt nicht. Sitz ist auch nicht so mein Fall. Ich bin nie schon gefahren. Ansonsten sind die top verarbeitet. Bosch-Motoren drin, also da kann man nicht meckern. Und hier auch ein Modell, genau wie bei Super 70C bietet auch Rough Cycle eine Handlebar, also eine Handlebar, ein Rack für euer Surfboard. Auch nicht schlecht. Ja, das ist aber eher, glaube ich, Selbstbau. Ja, haben wir noch Missy, das ist das neueste von Rough Cycle, das Bike. Das hat auch ein Körbchen hier vorne. Kann man Sachen hinlegen, wenn man möchte. Da gibt es verschiedene Farben. Hier Mint, Beige würde ich sagen, und hier Orange-Rot. Ja, ist nicht schlecht. Wie gesagt, hier das Bike ist auch nicht schlecht von Rough Cycles. Das Biggie Bike. Kann sich sehen lassen. Aber wir werden Super 70C nicht fremd, nicht fremd gehen. Und hier nochmal das neue Bike, das Missy Bike. Und hier nochmal das längere Bike. Das ist richtig cool. Und ja, das gefällt mir. Also von der Grafik her ist mega.
Fällt mir richtig gut. So, Schindelhauer findet ihr auch in Halle 12. Schindelhauer ist eine coole Marke. Ich hatte mal vor dem Bike ein Fixie in Schwarz. Ich glaube, das haben sie ja auch. Die machen aber auch E-Bikes, jetzt sehe ich. Das hier ist ein E-Bike. Heinrich, genau. Die haben immer so coole deutsche Namen, Vornamen. Und das ist mein Fixie-Bike, was ich damals hatte. Ja, das hatte ich. Genau, Hector. Ja, super Bike, cool. Und ja, wir gehen jetzt auch in den E-Bike-Markt, warum nicht? Macht Sinn. Und hier mit keine normale Kette, sondern hier so eine aus Gummi, aus Kardan. Und ja, schönes Bike. So, und hier kommen wir zu meiner Ecke. Sunday Bikes, We the People Bikes, BMX so rum. Die bin ich früher gefahren. Ich habe hier auch ein SE-Bike bei mir aufgehängt. Hier ein neues We the People. Schön. In Duo-Farbe, schwarz-weiß. Echt schön. Ja, kann sich sehen lassen. Schönes Bike. Und das fühlt sich gut an. Ah, und hier von Sunday auch noch eins. Ja, hat eine schöne Grafik. Ja, fällt mir richtig gut. Und hier für die Kleinen, für die Juniors. Echt cool.